So, alles gut, alles gut. Was fressen. Und ich glaube, Stöcke habe ich jetzt nicht in der Endertruhe. Leider nicht. Na, mal gucken. Mal gucken. Ich bin mir aber fast sicher, dass nein. Ja, halt auch mal die Klappe. Das sieht jetzt nicht so aus. Das heißt, ich muss jetzt mal ein paar Stöckelchen besorgen. Ein paar Stöckelschuhe, genau. Und dann bauen wir uns. Was richtig fein ist. Da sind noch welche. Wusste ich doch das. Alter, ich spreche gerade wieder so unsauber. Also undeutlich. Ich nuschel. Ich bin echt voll der Nuschler. Genau. Aber das ist was auch nicht. Eine Nachlässigkeit im Gehirn. Blöd. Nee, bin ich nicht. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Darüber will ich jetzt nicht weiter reden. So, eine Diamanthacke. Jetzt haben wir es wirklich getan, ne? So. Ah, das brauche ich auch noch. Ne? Kann man das eigentlich drin liegen lassen? Das wäre ja ziemlich geil. Nein, kann man nicht drin liegen lassen. Schade eigentlich. Ich kann die nicht verzaubern? Im Ernst? Warum kann ich denn eine Diamanthacke nicht verzaubern? Oh, das ist doch doof. Mein ganzer schöner Plan. Ich aufhalte die Schnauze, ihr seid doof. Jetzt wird wahrscheinlich die dann nicht mal reichen, aber gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Warum kann ich die denn nicht verzaubern? Ich meine, ja, das Einzige, was du wirklich draufkriegen könntest, wäre wahrscheinlich Haltbarkeit. Ich meine, effizienter kann sie ja kaum noch werden. Schneller geht ja eigentlich gar nicht mehr. Aber ein Glück würde ja auch nichts bringen. Du machst ein Feld und auf einmal sind dann drei bepflanzt oder so, drei gehackt. Ja, natürlich, aber das ist doch doof. Oh, der Kopfhörer nervt mich gerade voll, aber ich will schon mit beiden spielen, weil ich brauche ja die Full Experience, so, ne? Huch, ich wollte springen, nicht schleichen. Ist doch irgendwie nicht ganz das Gleiche. So, Türchen auf und Türchen zu. Muss ja alle seine Richtigkeit haben hier. Zack, 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 zack und ab zum Feld. Ja, mal sehen, wie lang die reicht. Ich schätze mal, es wird sogar nicht fürs ganze Feld reichen. Wenn ich jetzt hier auf anderthalb so Dingern oder auf einem quasi insgesamt, ja, ne, sechs Hosts oder so verbraucht habe. Ich weiß ja nicht, wie viele Felder die aushalten. Ist ja immer so nach Blöcken, ne, wird ja gerechnet. Und immer zwei Stacks, also 129 Blöcke sogar. Ist ja einmal hier eine Bahn. Boah, das ist echt ganz schön viel. Das mal 8, so einfach nur so überschlagsmäßig, ne? Oh, 130 mal 8, wie viel sind das? 130 mal 8, warte, ich hab's gleich. Es sind 88, sind 96, 104. Ja, krass. So 104, so 1040. Also es ist allein ein Feld hier, sind 1040 Blöcke. Ne? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, also überschlagsmäßig nur so. Muss man ja nochmal 8 abziehen, oder? 8 nur? Also 1032 Blöcke müssten das sein. Und das Ganze dann nochmal mal 4. Beziehungsweise mal 4,5. Ist dann immer die Hälfte des Feldes, also mal 9. Ist das gesamte Feld? Nein, das passt auch nicht, weil da hinten sind ja weniger. Ach, die Rechnungen, die ich hier gerade mache, sind sowieso so sinnlos, aber ich weiß ja nicht, wie viele Blöcke so eine Hohe hält, aber guckt euch mal an, wie da schon die Leiste runtergeht. Also allzu lang wird das wohl nicht mehr mit uns hier so und der Ho. So. Also vielleicht kriege ich noch zwei Felder weg, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube irgendwie, so ein Dia-Ding hält wirklich nur 1500 Blöcke, so Pi mal Daumen. Zumindest ist das, glaube ich, mit Spitzhacken und sowas so. Das heißt, ich hätte mir da jetzt von denen schon irgendwie drei bauen müssen. Oh, das ist ja nervig. Ich baue mir danach, also wenn ich mit der fertig bin, baue ich mir erstmal noch 20 Eisendinger nicht mal, weil, ne, zu teuer. Das ist es halt nicht wert, ne.
Wenn jetzt die Hoe hier das für die ganzen Felder reichen würde, dann wäre es das wert gewesen. Aber ich befürchte eben, das wird nicht reichen. Und deshalb muss ich nicht noch mehr ausgeben, weil das ist dann echt zu teuer. Viel zu teuer. Warum kann ich hier denn nicht auf Haltbarkeit verzaubern? Das ist doch Kacke. Das ist doch Bullshit. Meine Kopfhörer werden immer schlecht sitzenderer. So ein Kack, ey. Huch. So ein Kack. Und mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich auch. Oh. Da, nochmal rausnehmen. Gerade bei meinen mega Rechenkünsten hätte ich auch eigentlich viel. Ah, sitzt immer noch nicht richtig. Viel einfacher rechnen können. Indem ich einfach eine 128, ne? Das ist ja normale, wären ja dann. Das mal 8. In der 1024, wenn man das einfach weiß. Also sollte man eigentlich wissen, sollte ich eigentlich wissen. Und dann hätte ich einfach nur nochmal 8 drauf rechnen müssen. Na gut, ja, 130 mal 8 rechnet. Egal, aber so hätte man das noch viel einfacher rechnen können. Einfach, also insofern einfach nur einfacher, einfach, einfacher, einfach, genau. Haha, nein, weil man ja das normal so kennt, so von 128 mal 8 und bla und blub und so, ne? Computer, Krams, Zeugs. Alter, das reicht ja vorne und hinten kein Stück bisschen, ey. Die ist jetzt schon halb down und ich hab, ja, ne, noch nicht viel geschafft. Noch gar nicht viel. Gut, jetzt hätte ich auch nicht erwartet, dass es dann doch letztendlich so groß ist hier, das Feld. Aber okay. Machst du nix, ist jetzt eben so. Will und kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Können schon, will ich nicht ändern. Weil in Minecraft kann man sowieso mal alles noch ändern. Außer es ist halt irgendwie die Bauhöhe, die das da nicht zulässt oder solche Sachen, ne? Oder, ja, doch, klar, nach unten die Bauhöhe zählt ja auch als Bauhöhe. Egal. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich jetzt sogar noch das Feld hin. Ich denke mal aber nicht. Wenn ich wenigstens über dieses Feld hinauskomme, dann bin ich schon ziemlich stolz auf die Hacke. Aber ich erwarte es auf jeden Fall nicht. Na, dann werde ich mir jetzt ja mindestens 20 Steinhacken, verdammt, nein, Steinhacken bauen. Falls ich denn im Moment so viele Inventarplätze frei habe, sollte ich aber eigentlich. Da wird das dann. Die werden wahrscheinlich sogar nicht mal reichen, aber. Wayne, ne, und. So. Na, ach komm schon, das kann doch jetzt hier nicht sein. Das ist jetzt. Gerade hier so nachlässig werde. So. Na, vielleicht reicht es sogar noch für das Feld. Dann werden mittlerweile sogar meine Erwartungen dann übertroffen. Aber. Junge, Junge. Bin ich froh, dass ich das nicht allgemein als Beruf so hab, so in echt so. Ne, das wäre so nichts. Irgendwie eher nicht so, nee, so. Ich habe auch gar nichts zu erzählen dabei. Das ist halt huch, einfach nur so vor sich hin und her laufen. Gut, wenn ich dann jetzt gleich die Samen nochmal alle anpflanze, wird ja dann genauso lange dauern. Oh. So ein Kack, ey. Und ich brauche halt mega viele Samen. Ich brauche halt schon 16. Ja, 16 Stacks, um überhaupt. Also 16 Stacks und 8, um hier an sich ein so ein Feld nur zu bepflanzen, ne? Oh, das ist schon ganz schön viel. Ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön viel. Ist das hier, ne? Na gut. Oh, anscheinend wird die Hose sogar noch dafür reichen. Das ist doch schon mal gut. Also nicht schlecht. Also gut. Ja, ne? Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht wird es auch nicht ganz reichen, aber die ist auf jeden Fall schon mal ganz gut klargekommen. Oh, Alter, meine Kopfhörer werden sitzen immer schlechtigerer. So, Kacke. Nein, Hilfe, kaputt. So. So, Kopfhörer nochmal. So. Jetzt noch einen genüsslichen Schluck Tee. So. Und weiter geht's. Ich hätte das Feld von dieser Seite her anfangen sollen, dann hätte ich jetzt nicht mehr so viel Arbeit gehabt. Aber echt, das ist krass, da hinten vielleicht noch nur halb so groß, ne? Ist jedoch schon etwas enorm größer geworden. Mehr als erwartet.
Nö, erwartet. Dann holen wir uns jetzt mal 20 Steinhaus. Mindestens. Naja, ich baue erstmal 20. Ich befürchte zwar, dass die trotzdem nicht reichen, aber sollte eben erstmal ein Anfang sein. Es ist schon wieder dunkel. So lange brauche ich für das Feld. Ey, geht ja gar nicht. Hatte eigentlich vor, heute noch was anderes zu machen, aber jetzt will ich das wenigstens fertig kriegen. Soweit es dann eben geht. Also soweit ich dann genug Samen habe. Ach, verdammt, da fällt mir gerade auch ein. Wenn ich dann halt alles abernte und dann so viel Samen krieg, dann kriege ich ja auch eine nicht ganz unerhebliche Menge an Weizen, meine Güte. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Und dann wird mein Inventar so schnell voll, aber ich glaube, ich nehme dann einfach direkt eine Workbench mit und baue mir dann immer direkt. Wollte ich hier? Ja, doch, hier wollte ich hin. Und baue mir dann halt immer direkt wieder ein paar. Ich brauche doch nur 40 Sticks und auch nur 40 Stones. So. Ja, jetzt die Hähnchen da drin, die lasse ich erstmal noch drin, weil wegen der Level ist das ein Platz noch frei, gerade Scheiß. Die brauche ich jetzt ja doch nicht. Ich meine, ich muss ja immer nur permanent über 30 oder eigentlich mal 33 dann bleiben, damit ich immer verzaubern kann, ne? Und da ich ja trotzdem glaube, dass es immer noch so einen exponentiellen Anstieg gibt, wie man die Level halt braucht, ist es halt effizienter, wenn ich dann immer nur wieder auf Level 30, als jetzt immer weiter mich voll pumpe quasi, ne? Deshalb nehme ich die Hühnchen jetzt noch nicht aus dem Ofen. Also die übrigen. Ich habe ja schon ein paar rausgenommen, weil, keine Ahnung, weil ich gerade dabei war, aber ja, ne? Und so weiter und so fort. So, na dann jetzt erstmal wieder ab weiter da oben rumbasteln. Alter, da hängt eine Spinne unterm Dach. Was machten die da? Ist die bescheuert? Bei den Schafen hängt auch. Hier sind jetzt überall Spinnen. Ja, das geht ja gar nicht klar. Ich wollte noch eine Workbench mitnehmen. Habe ich hier noch eine rumfliegen? Ich verdumme, dass ich jetzt wieder eine baue, aber. Überlegt, ist das so voll darum, aber egal. Denn ich habe ja noch drüben noch ein paar. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ach ja, hier, ne? Ich muss echt mal. Aber egal, später. Also nicht in dieser Aufnahme sowieso nicht, logischerweise. Ich kann doch nicht während der Aufnahme einen Resource Pack raussuchen. Apropos, falls ihr mal irgendein Resource Pack habt, was ich benutzen soll, also kennt was Cooles und das soll ich benutzen oder so, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber ich sag von vornherein, ich mag das Swags nicht. Also das Swags Pure BDCraft oder welche auch immer. Ich weiß nicht, das benutzen irgendwie alle, habe ich das Gefühl, dass ich, also ich weiß, ist es nicht so meins. Ich habe das zwar auch schon ab und zu mal so probiert und so, aber ich bin damit einfach nicht übereingekommen. Also dieses Resource Pack werde ich dann nicht unbedingt benutzen, wenn ihr euch das wünscht. Also es gibt eben Einschränkungen, ne? Damit müsst ihr dann halt leben. Es sei denn natürlich, es wünschen sich halt alle. Also gut, ich habe jetzt sowieso noch nicht so viele Kommentare auf meine Videos, unter meinen Videos, auf meine Videos klingt irgendwie falsch, obwohl es, glaube ich, viele sagen. Ich bin ja auch nicht unbedingt ein sehr bekannter YouTuber. Ich bin nur fast bekannt. Nein, nicht mal das. Aber ja, dennoch eben, das Swags würde ich eben eher ungern benutzen. So. Obwohl, das muss man dem zugute halten, es ist sehr detailliert und es ist halt auch wirklich immer ziemlich schnell up to date, zumindest war es damals immer so. Und gut, bei Modpacks, da nehme ich das dann halt auch, weil es das eben nur da gibt, also meistens, größtenteils. Aber ansonsten, ja, ne? Alter, also die Steindinger, die halten vielleicht jetzt 128 Felder, sage ich mal. Da bin ich mit 20 fast zu wenig. Doch, das könnten jetzt 128 gewesen sein. Werden wir gleich nochmal sehen. Also, wie lange die halten. So, Experiment. Wir nehmen eine neue und gucken einfach, wie weit wir kommen. Theoretisch, wenn meine Vermutung richtig ist, dann müsste man am Ende noch ein Feld über haben. Vielleicht geht aber auch irgendwie 150 oder so. Vielleicht sogar weniger, vielleicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt behaupten, dass ich 128 Blöcke mit einem so einem Ding schaffe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht es nicht ganz. Aber es sieht echt ganz gut aus. So. Fast da. Und wie viel hältst du noch? Vielleicht schaffe ich sogar mehr mit dem. So. Ah. 129.
30, 31, 32, 33.